Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wie immer eure Level und beginnen mit Bomber D Flappy von Knochenlollipop. Da fehlt ein P, aber ist nicht so schlimm. Hey Baum, ich hab's vergessen, dir das zu senden. Es hat schon 60.000 gespielte Spieler und ich baue gerade zwei große Level. Das ist natürlich nice, hier jetzt auch wieder 31.000 Plays und gutes Rating. Ich kenne das Level auch schon, weil ich es in den besten Listen gesehen habe und da musste ich es mir natürlich angucken. Das spielen wir jetzt natürlich noch ein paar Mal und versuchen hier alle MLG-Elemente einzusammeln. All den Hut, Joint und Rotaugen. Nice, ich bin ein Pro. Ich finde es, es war viel zu kurz, aber ansonsten. So, der Flappy Bird sieht sehr, sehr geil aus und auch das mit den Elementen, die man sammeln kann, echt gut. Echt gut, deshalb 5 Sterne. Bomber D von Luxcope, Fallbaum, alles steht im Level. Hey Baum, ist mein drittes Level für dich. Ich habe mich an deinen Design-Tipps orientiert. Viel Spaß. Sieht auch sehr cool aus. Da steht Antarktis. Okay. Dann befinden wir uns. Ja, okay. Immer kopiert. Oh, ja, das ist interessant. Das hier gefällt mir. Schnell hier rüber. Sorry, dass zu kurz ist, Teil 2. Ja, gerne. Aber da müsste da schon noch ein bisschen mehr rein. Ich muss sagen, du hast die Berge echt gut hingekriegt. Muss ich sagen, die gefallen mir sehr gut. Aber einfach ein paar Mal kopiert und ja, so ultra gut ist es jetzt noch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich 4 Sterne oder 5 Sterne geben soll. Ich gebe dir 4 Sterne. Weil es war einfach wenig. Obwohl, du hast halt diese eine Sache gut gemacht, aber der Rest war halt nicht so besonders. Ich hoffe, du verstehst es. Klein, aber fein Gameplay, das hier hatten wir schon und das auf der anderen Seite auch, was da alles noch so war. Klein, aber fein Gameplay von Badass Florent. Hallo Baum, habe dieses Level jetzt schon das dritte Mal eingereicht, aber es ist nicht deine Schuld, dass du es nicht gespielt hast. Aber egal, bitte gebe mir Verbesserungsvorschläge, aber jetzt viel Spaß. Ich spiele eigentlich alle Level, ich bin mir dann ziemlich sicher, dass ich das schon kenne. Was ist in den Wald? Ne, das kommt mir aber nicht bekannt vor. Hä, aber ich spiele alle Level. Doch, das kommt mir doch bekannt vor. Also, mir ist noch nie aufgefallen, dass ich ein Level übersprungen hätte. Und wenn doch, dann habe ich es in einer neuen Episode nachgeholt. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare unter der Episode, wo ich eins überspringe. Dann, ja, spiele ich das beim nächsten Mal. Aber ja, das kann ich schon nicht schaffen, weil ich so aufgerichtet bin. Ist natürlich nicht so gut. So, ich lehne mich jetzt einfach nach vorne. Und das schaffst du natürlich trotzdem nicht. Weil so einfach ist das ja nicht. Gut, jetzt wobbel ich so rum. Kann ich sehen, was schaffen, wenn ich mich nach vorne lehne. Wunderbar, danke, mein Sohn. Ich weiß nicht warum, danke. Ach so, doch, das kenne ich schon, das Level. Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt wird's ernst. Pass auf, was passiert nun? Arrow Guns. Okay, geschafft. Und jetzt noch ein Bottle ran. Doch, ich kenne das Level. Ich hab das. Ich bin mir sicher, dass ich das in der Aufnahme schon mal gespielt habe. Bin mir sicher, Moment. Das war falsch. Ich gucke das jetzt einfach direkt nach. Ist das hier das gleiche Level schon? Nein. Aber das hier wird das gleiche Level schon sein. Und wenn ich das hier. Warum lädt's nicht? Danke. Das ist das gleiche. Und you've already voted. Das heißt, ich habe schon in der Aufnahme gespielt. Das heißt, du hast einfach die Folge nicht aufmerksam geguckt. Tut mir leid. Bam, Hadi, wieder. Müssen wir wieder auf Seite 3 gehen. Und deshalb baute ich es jetzt auch nicht, weil ich es ja schon mal gevotet habe. Victory von 15.05 LP. Hey Bom, habe mich falsch ausgedrückt. Dies hier ist mein letztes Level. Okay. 8 Stunden Arbeit, also Bom und Community. Letztes Level von mir. Viel Spaß. Okay. Ist schade, dass es dein letztes Level ist, aber wenn du keine Lust auf Level bauen hast, dann ist das natürlich. Klar, sieht sehr schön aus. Create your own Victory Levels, habe ich überhaupt nichts dagegen. Könnt gerne meine Ideen klauen, wie ihr wollt. Solange ihr. Ja, das Einzige, wenn ich ein bisschen. Ja, es könnte sein, dass wenn ihr so irgendwas ziemlich klar kopiert und dann damit auf einmal so in den bestbewertetesten Leveln seid, dann finde ich es nicht ganz so gut, aber wenn es für mich einreicht oder so, ja, eigentlich könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Farbe. Ich bin ein Fan von solchen Farben.
Die ersten beiden, das erste passt nicht so gut zusammen, muss ich sagen. Das Lila wäre auch noch okay gewesen. Boden. Natürlich den zackigen. Ups. Danke. Flagge. Komm, machen wir eine YouTube-Flagge. Können wir uns mal gönnen. Und das ist das der Victory. Ja, sehr nice. Die 8 Stunden Arbeit, sieht man, ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Be fast, ha, von Lukas Maru. Sei schneller als das untere Auto. Okay, Auto ist wunderschön designt, muss ich sagen. Oh, scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Ach du meine Güte. Das geht ja schon mal gut los hier in dem Level. Okay, die Mine hat mich nicht getötet. Alter. Was ist das denn für ein Level? Und dann noch übertrieben laute Sounds. Von der Idee her gut, aber die Umsetzung lässt sich noch verbessern. Es war sehr kurz. Sah nicht besonders gut aus, aber ansonsten, ja. Baumadé von Feluxius. Cyberbaum, bin 11 Jahre alt und habe dir ein Level gebaut. Baut seit ca. 5 bis 7 Stunden. Viel Spaß beim Spielen. Oh, das sieht ja ultra geil aus. Das ist schön. Ja. Also es gibt natürlich bessere Level, aber für ein erstes Level. War es ein erstes Level? Weiß ich nicht. Aber ich hab jedenfalls dein erstes Level für dich, habe ich so das Gefühl. Sonst würde ich deinen Namen wahrscheinlich kennen. Dafür sieht es sehr geil aus. So. Okay. Der Wrecking Ball hat mich gut mitgenommen. Ich möchte aber eigentlich schon alles vom Level hier sehen. Ah, jetzt bin ich zu weit geflogen. Okay, dann hier einmal drüber. Harpunen können mir gar nichts. Minen. Wrecking Ball. Okay, slow. Boah. Da ist ein Wasserfall. Okay. Da ist ein Spike fallen. Timmy ist eh schon tot und ich bin auch tot. So muss das natürlich. Das tote Kind redet und daraufhin sterbe ich erstmal selber. Nochmal. Bisschen Speedy Gonzales. Jetzt habe ich das auch schon von Paluten übernommen. Ich übernehme eh alles von Paluten. Versuche ich eigentlich zu vermeiden. So, einmal hier rüber. Das war gutes Timing. Ja. Überlebt das bitte, danke. Sieht gut aus. Okay. Wieder der Dialog mit dem Spike-Wasserfall. Und jetzt können wir endlich los. Spike-Fall ist normal überhaupt kein Problem, aber ich wobbel so. Oh, wunderbar. Ich bin direkt im Victory gelandet. Fand ich sehr, sehr schön, das Level. War wirklich sehr schön. Hat mir gut gefallen. Bauen wir die von Harald HD. Wir hatten doch schon Helmut HD und jetzt kommt dann noch Harald HD da hinzu. Basketball, viel Spaß, Level kennt sich von selbst. Ah ja, so ein Level kenne ich. Gut, ich muss jetzt eigentlich überhaupt nichts machen. Design ist auch verbesserungswürdig, aber ansonsten. Ich finde die Idee immer sehr cool, aber trotzdem kriegst du nur 4 Sterne. Weil, ja, es gibt zuhauf solche Level eigentlich und deins war jetzt nicht besonders gut designt. Und da steckt auch nicht so viel Arbeit drin, muss ich sagen. Deshalb kriegst du nur 4. Mix von Katie Cupcakey. Hallo Baum, mein erstes Design-Level. Ich bin 3 Stunden dran gesessen, weil das erst mein 4. Level ist. Und ich mir vorhin noch nie so viel Mühe gegeben habe. Ganz liebe Grüße, Kati. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Sieht schon mal nice aus. Stage 1 Spikes. Okay, dann rollen wir uns einfach hier durch. So, ein Jetfall. Die hättest du auf jeden Fall auf Fixed Angle stellen müssen. Dann sind die. Achso, ich muss hier rüber. Habe ich beim ersten Mal aus Versehen gemacht, sozusagen. Oh, das war natürlich selten dämlich. So, ich wobbel mich wieder einfach. Hä, was war das denn? Ich wobbel mich wieder einfach durch, wollte ich sagen. Hat aber nicht so gut funktioniert. So, jetzt wird das Ganze klappen. Ich hatte gerade eben aus Versehen nach vorne gedrückt. Also Jets muss man auf Fixed Angle stellen, damit sie hier nicht so in alle Richtungen gehen und mich danach noch töten, obwohl ich eigentlich schon durch war. Das ist natürlich ein großes Problem. Durchwobbeln wieder und
Ab in den Jetfall. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich würde sagen, ich gebe dem Jetfall noch zwei Versuche. Wenn ich es dann nicht schaffe, gucke ich mein Replay an oder wenn es keins gibt, mache ich noch einen Versuch. Ich muss versuchen, so wenig wie möglich zu triggern. Okay. Achtung, Minen. Ende. Kriege ich hin. Wunderbar. Super schwerer Sprung. Okay, der sieht jetzt nicht so super schwer aus. Achso, ich muss drüber. Ah, auch kein Problem. Baumtastisch, du hast das Level geschafft. Sehr schön. Ah nein, ich muss da runter. Oh, danke. Boah, da wäre ich fast zu weit geflogen. Außer dem Jetfall war es ein sehr, sehr schönes Level. Ich gebe dir 5 Sterne. War es schön. Sehr schön. Torture von Lord Gonzales. Hey Baum, dann ist mein modernes Torture-Level. Habt Spaß und bewertet fair. Sag mir doch, welches Level für Palle einreichen soll. Das Level ist nur eine Demo. Hab die Pistolen nach dem Prinzip von deinem Tutorial gebaut. Okay. Müssen wir hier. Ah, okay. So ein Level ist es also. Okay. Ja, auf jeden Fall für Palle einreichen. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Sniper. Oh, der Panzer. Nice. Sorry, dass das Level hier so kurz ist. Soll ich mehr machen? Raid Fair. Ja, ist sehr schön. Fand ich ein sehr gutes Torture-Level. Also so mit Waffen habe ich das selten gesehen bisher. War gut. Dark Forest von Plop 2000. Warum ich habe dir ein Horror-Level gebaut? Nur eine Demo würde mich über konstruktive Kritik freuen. Uh-oh. Horror-Level. Die Treppen sehen schon mal sehr, sehr schön aus. Gut, und jetzt werden die Sounds immer lauter. Okay. Sind wir jetzt auf dem Friedhof? Du hättest die Jumpscare-Sounds ruhig lauter machen können, dann hätte man sich auch vielleicht auch unter Umständen auch erschreckt. Aber das war jetzt ein bisschen arg leise. So, einmal durch die Schwingen leben. Und das war's schon. Es sah sehr, sehr geil aus und war auch sonst, ja. Wunderbares Horrorlevel, hat mir gut gefallen. Don't Touch von Latron. Hey Baum, in diesem Level bist du eine Art Ball und musst durch einen Parcours kommen. Zum Starten Space drücken und nach links und rechts lehnen, um zu steuern. Hi. Okay, jetzt kommt das Ganze noch auf Englisch. Ja, es ist ein Fahrstuhl-Level. Ah, okay, gut. Also als so ein Ball muss hier durch. Ups. Ich bin gerade ein bisschen verrutscht. Man sieht hier ja noch die Kreise. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Das hättest du noch fixen können. Hä? Muss ich da überhaupt durch? Ach so. Ja, am Ende die Kreise sind also nicht interaktiv. Gut, das macht es ja noch ein bisschen einfacher hier. Collect all coins. Kriegen wir hin. So. Haben wir die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Dein Balken wobbelt auch ziemlich stark hin und her. Das kannst du ganz einfach vermeiden, indem du ihn als Gruppe setzt und dann bei der Gruppe Fixed Angle anmachst. Also indem du die Gruppe markierst und dann auf Fixed Angle. Dann wobbelt er nicht mehr so rum, das ist nämlich ziemlich nervig. Was haben wir hier noch? Normale Bälle. Alles easy. Und da kommt die letzte Coin. Perfekt, Victory. Ich gebe dir auf jeden Fall 5 Sterne. War von der Idee her sehr nice. Mit dem Ball im Elevator. Und ich fand es auch sonst ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, war ein gutes Level. Vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer, weil immer, es war nicht wirklich schwierig, wenn du weißt, was ich meine. Okay, LOL 2 von Sapsche. Hey Baum, ich habe dasselbe schon mal eingereicht, aber habe es jetzt verbessert. Viel Spaß dabei. Liebe Grüße Sabrina, habe ich da glaube ich noch gelesen. Okay, Wassermelonen. Oh, das war eine Wand. Nicht so gut. Einmal zurück hier. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich habe diesmal vorher nicht auf die Uhr geguckt. Kann sein, dass ich schon hier bei über 15 Minuten bin. Quiz oder Action? Ich würde sagen, wir machen beides, aber wir fangen an mit Action. So, was kommt hier?
Rückwärts. Okay, da war ein Block nicht interaktiv, aber es war wohl so geplant. Einmal hier hoch, über die Mine, über die Spikes. Und ich kann leider nicht lesen, was da oben steht. Okay, jetzt kommt's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Am Ende wurde es schlechter, da ich keine Zeit mehr hatte. Hoffe aber trotzdem, dass es gut war. Sabine. Achso, ich habe dann am Anfang aus Versehen Sabrina gelesen. Tut mir leid. So, gehen wir hier nochmal das Quiz angucken und danach bewerte ich das Level. Aber ich finde es von der Farbgebung auf jeden Fall schon mal sehr schön, ganz bunt und so. Finde ich sehr gut. Und ja, genau, Sabina oder Sabrina, genau. Oh. Oh, ich bin aus Versehen abgesprungen, das kann doch nicht wahr sein. Komm, Moment. Oh, schade. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich da abkürzen könnte. Einmal hier drüber. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du Sabina heißt. Nicht Sabrina, weil es bei Aktion am Ende stand. So, der Tisch hier ist natürlich sehr nervig, aber man kommt ja trotzdem durch. Richtig. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich ist hier links die Frage. Bist du cool? Ja. Das sind natürlich gute Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme das linke ja, weil das ist ein bisschen schöner. Auf Seite gefallen, Ende sind mir, kann ich nicht lesen, aber na gut, ich wünsche dir noch viel Spaß. Fand ich sehr schönes Level. Auch mit den beiden Wegen, war sehr schön. Und weil ich nicht weiß, wie lange die Folge jetzt schon geht, beende ich sie jetzt auch und hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.